Stell dir mal vor, du bekommst Geld, aber musst dafür nichts machen. Du gehst zur Arbeit, nur wenn du Lust hast und nicht, weil du musst. Du hast viel Freizeit und kannst das Leben einfach mehr genießen. Klingt geil, oder? Aber können wir als normale Sterbliche überhaupt so etwas erreichen? Ich denke ja, und genau das ist mein Ziel. Hi zusammen, ich bin Dimo und ich habe vor, in den nächsten 12 Jahren mein Aktiendepot von 100.000 Euro auf 1 Million Euro Depot zu steigern. Und somit meine persönliche finanzielle Freiheit zu erreichen. Du fragst dich bestimmt, hey, wer bist du überhaupt? Wieso startest du mit 100.000 Euro und nicht mit 0 Euro? Wie sieht dein Plan aus? Wirst du mit 1 Million Euro Aktiendepot wirklich finanziell frei? Das sind alles sehr gute Fragen. Ganz kurz über meine Wenigkeit. Ich bin 35 Jahre alt, lebe in Deutschland, ich bin verheiratet, kinderlos, noch. Wir sind beide Vollzeitangestellte mit einem stabilen Einkommen. Seit 2019 versuche ich, das Geld clever zu investieren. Aber erst durch den Corona-Crash in 2020 hat das Thema Börse und Aktien bei mir einen richtigen Anlauf bekommen. Wieso startest du mit einem Depot von 100.000 und nicht mit 0 Euro? Ganz einfach. Weil ich eine reiche Oma habe. Spaß. Sogar erfolgreiche Investoren sagten, dass die ersten 100.000 Euro die schwersten sind. Und das kann ich auch bestätigen. Abhängig von der Lebenssituation, dem Einkommen und der Sparquote braucht jeder unterschiedlich viel Zeit, um an die 100.000 Euro zu kommen. Aber jeder kommt irgendwann dorthin. 2000 years later. Spaß. Ich habe zum Beispiel bis zum 29. Lebensjahr noch studiert und konnte bis dahin gerade mal 15.000 Euro auf dem Bankkonto ansparen. Erst als meine Frau und ich angefangen haben, Vollzeit zu arbeiten, ging die Reise richtig los. Erst circa 6 Jahre später waren wir soweit, dass ein Depot von 100.000 Euro aufgebaut wurde. Aber warte mal. Du hast noch nicht beantwortet, wieso du mit 100.000 Euro und nicht mit 0 Euro startest. Richtig aufgepasst, ganz simpel. Erstens, weil der Weg von 0 auf 100.000 Euro Aktiendepot sehr individuell und oft sehr langweilig ist. Man muss hauptsächlich an eigenen Fähigkeiten arbeiten, versuchen das Einkommen zu steigern und die Sparquote hochzuhalten. Zweitens, mit wenig Kapital kann man nicht viel machen. Das ist leider so. Besonders wenn die Aktienkurse bei Top-Unternehmen kurzfristig fallen, muss man über gewisse Mittel verfügen, um die Situation spontan ausnutzen zu können. Drittens, mehr Unterhaltung für dich, weil auch für mich persönlich war schon immer viel spannender zu beobachten, wenn Investoren mit größeren Summen spielen, als wenn man kleine Teilkäufe mit ein paar hundert Euro tätigt. Kommen wir zu der spannendsten Frage. Wie sieht dein Plan aus, um in 12 Jahren ein Aktiendepot von 1 Million Euro zu erreichen? Da ich bis dato beim Lottospielen kein Glück hatte, muss ich auch den langen Weg gehen. Und so sieht mein Plan aus. Fangen wir mit meiner Ausgangssituation an. Ich habe 100.000 Euro bereits in Aktien investiert. Das ist der Stand von 01.01.24. Der Wert kann je nach Marktlage schwanken und während du das Video schaust, schon anders sein. Ich habe 30.000 Euro Cash auf dem Bankkonto. Ich habe einiges an Börsenwissen und bisschen Erfahrung. Ich habe mega Bock auf die kommenden Jahre, weil allein das Jahr 2024 sehr spannend sein sollte. Ich habe monatliche Sparrate von mindestens 2000 Euro. Wie kommt die hohe Summe zustande? Sie kommt von 2 Vollzeitgehältern, also meine und von meiner Frau. Relativ günstiger Mietwohnung. Wir haben keine Ausgaben für Luxusgüter. Wir haben keine teuren Autos und wir haben keine laufenden Kredite. Außer BAföG. Warum plane ich für die nächsten 12 Jahre in Ausführungsstrichen nur 2000 Euro fest, wenn die Gehälter mit den Jahren und der Erfahrung steigen? Ganz einfach. Aktuell können wir sogar bis zu 3.500 Euro zur Seite legen, aber mittelfristig kann es vorkommen, dass wir beispielsweise Nachwuchs bekommen, dadurch in eine größere Wohnung umziehen werden und einer von uns sogar in Teilzeit wechselt. Das sind nur einige unvorhersehbare Faktoren, die das Einkommen und somit die Ersparnisse beeinflussen können. Deshalb plane ich eine niedrigere, aber konstante Sparquote. So,
Die Ausgangssituation ist jetzt klar, aber warte doch mal, 100.000 Euro in Aktien plus 30.000 Cash plus 2.000 Euro mal 12 Jahre, da kommen nur 418.000 Euro zusammen. Da fehlt doch noch was, oder? Richtig, laut meiner Berechnung muss meine Jahresnettorendite 10,6% betragen, damit ich in 12 Jahren auf 1 Million Euro Aktiendepot komme. Das bedeutet, in den nächsten turbulenten Jahren muss ich Durchschnittsrendite von S&P 500 schlagen. Soweit alles klar, aber wirst du mit 1 Million Euro wirklich finanziell frei? Das ist abhängig von dem Lebensstandard, den man erwartet bzw. anstrebt. Aber mein Plan ist, dass dieses passive Einkommen mein zukünftiges Basisleben finanzieren kann. Dabei sollen Lebensunterhaltungskosten wie Miete, Nebenkosten, Lebensmittel, Kleidung, Auto, Versicherungen und normaler Urlaub, also keine Malediven, abgedeckt werden. Das könnte beispielsweise so aussehen. 1 Million Euro in gemischten Aktien bei 3% Dividenden abzüglich Steuern hat man am Ende des Jahres 21.900 Euro netto. Plus zusätzliche 5% Kursrendite hat man da 36.500 Euro netto und wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf ca. 4.800 Euro im Monat netto. Oder Option 2, 1 Million Euro in Wachstumsaktien. Bei 10% Kursrendite abzüglich allen Steuern hat man ca. 6.000 Euro pro Monat netto. Klingt gar nicht mal so schlecht, oder? 5.000 bis 6.000 Euro im Monat auf jeden Fall. Auch wenn man die Inflation berücksichtigt, bleibt eine ordentliche Summe übrig, die das Basisleben einer kleinen Familie abdecken kann. Für ein Luxusleben allerdings wird es etwas eng. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Ich werde jeden Monat ein Video über mein persönliches Budget machen und euch zeigen, wie ich bei der Planung vorgehe, meine Kosten niedrig und meine Sparquote hochhalte. Dazu kommen Videos über meine Aktienkäufe, Verkäufe, kleine Spekulationen und Aktienanalysen, die auf meiner Watchlist stehen. All das natürlich je nach Marktlage und Kaufgelegenheit. So bekommst du einen besseren Überblick und kannst alles besser und transparenter nachverfolgen, damit der Weg zu 1 Million Euro kein Geheimnis bleibt. Oder wenn ich nach 10 Jahren total daneben liege, kannst du den gesamten Weg nachverfolgen und auch daraus was lernen. Aber ich hoffe, mein Plan funktioniert. Bist du neugierig geworden, ob das einer von den zahlreichen toten Projekten bei Insta und YouTube wird oder tatsächlich zum Ziel kommt? Ich auch. Daher abonniere den Kanal, gib den Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao Kakao!